Eine Zeit lang hing in meinem Wahlkreisbüro an der Wand als Leihgabe ein explodierend rotes Gemälde mit einer Aufschrift No. Warum No? Wenn Sie dann mit lauten Tönen saufend Ihrer Dummheit frönen, denn der Deutsche hinterm Tresen, Anni muss die Welt genesen, dann steh auf und misch dich ein, sage Nein. Das stammt aus dem wunderbaren Lied von Konstantin Wecker und es ist aktueller denn je, dieses eigentlich alte Lied in diesem Moment. Warum müssen wir angesichts von Hasskriminalität und Hassrede Nein sagen? Warum sind wir alle gefordert? Weil wir uns einer Form der Bewaffnung entgegensehen. Und diese Bewaffnung fordert dringend Entwaffnung. Sie fordert dies in Form von ganz konkreten Maßnahmen. Einige wurden schon benannt. Zum Beispiel dadurch, dass die Feinde der Verfassung eben keine Zugänge buchstäblich zu Waffen bekommen. Dass wir jetzt so etwas wie eine Regelanfrage einführen, dass diejenigen, die bekannt sind als Mitglieder verfassungsfeindlicher Vereinigungen, nicht mehr die Möglichkeit erhalten, dass es auch eine Nachbeweispflicht und Nachberichtspflicht gibt. All das ist eines unter vielen Instrumenten dieser Entwaffnung. Aber die Entwaffnung ist auch eine Entwaffnung der Sprache und des Digitalen. Denn was ist Hassrede anders als eine Waffe in Bild und Wort, gerichtet gegen die Schwächeren und Schwächsten in diesem Land? Und auch diese Entwaffnung ist dringend notwendig. Aber auch das reicht nicht. Die lauten Töne, von denen ich eben mit Konstantin Wecker sprach, und der Suft des Völkischen und der Deutsche hinterm Tresen, die sind mit der AfD in dieses Parlament eingezogen. Der Hass ist in dieses Parlament und in viele andere eingezogen und damit genau diese Waffe der Hassrede und auch der Begünstigung von Hasskriminalität. Meinungsfreiheit ist eben nicht die Freiheit, alles einfach sagen zu dürfen. Meinungsfreiheit ist nicht Regelfreiheit. Und ein Parlament ist auch nicht die Karikatur eines Stammtisches, was Sie heute hier wieder vorgeführt haben. Nein, das ist es alles nicht. Das ist ja ein öffentlicher Ort, der Respekt und Würde erfordert. Und wenn Sie es wagen, ihn zum Stammtisch zu machen, und wenn Sie hier die Deutschen hinter diesem Tresen Weckers markieren, dann bekommen Sie von uns allen eine deutliche Antwort darauf. Warum machen wir das alles aber? Ich glaube, es reicht nicht, über Maßnahmen zu sprechen, sondern wir brauchen die Geschichte dahinter und die erzählten Geschichten. Und das sind die Geschichten der Opfer. Ich selbst habe eine reichliche Erfahrung an Bedrohung, Beschimpfung, Morddrohung. Ich habe eine Gewohnheit, dass man mich tituliert als Schwuchtling Kraun oder als Ausgeburt von Inzucht. Aber ich bin privilegiert. Was ist mit den geflüchteten Familien, die ich begleitet habe, die angerufen werden von Sympathisanten der identitären Bewegung? Wie fühlen die sich? Wie fühlten sich die Jüdinnen und Juden in Halle, die um einen Wimpernschlag dem Mord entgangen sind? Wie fühlten sich Musliminnen und Muslime nach Christchurch während des Freitagsgebets? Wie fühlen alle die sich angesichts von Hasskriminalität und Hassrede? Ihretwegen, nur ihretwegen, müssen wir Hassrede und Hasskriminalität den Kampf ansagen. Ihretwegen sind wir hier und ihretwegen, allein ihretwegen müssen wir handeln. Es reicht aber nicht, denke ich, einfach nur dagegen zu sein. Wofür sind wir denn? Wofür stehen wir? Wenn nämlich der, ich zitiere Herrn Jong von eben, wenn der gerechte Zorn hier einzieht, wenn also der Hass in seiner eben auch vorgeführten nackten Hässlichkeit auftritt, dann müssen wir dem antworten. Wir müssen dem antworten mit der Schönheit der Vielfalt und des Pluralismus, den wir alle bis da darstellen. Wir müssen dem antworten mit der Anmut der Debatte und des Streits der Argumente von links bis konservativ. Wir müssen ihm antworten mit der Würde der Mehrheiten und der Minderheiten. Und wir müssen ihm antworten mit der Anerkennung derer, die sich nicht wehren und schützen können. Das ist unsere Aufgabe und nichts anderes. Und deshalb sage ich,
Wenn wir hier verwärmelt sind, wenn diejenigen, die sozial abgehängt sind, darum bitten, dass wir ihnen eine Stimme verleihen. Wenn der leider zusammengebrochene Kollege Hauer erfahren muss, wie widerliche Hasskommentare kurz darauf im Netz erscheinen. Wenn Kollegin Högel angegriffen wird von vermeintlichen sogenannten Lebensschützern. Wenn Cem Özdemir, wenn Michael Roth, wenn Claudia Roth unsere Unterstützung brauchen an ihrer Seite. Dann sage ich zu euch allen, dann hört zu, lauft hin und seid da. Sage ja. Das war Helge Lind von der SPD.